Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Nun, wir reisen da direkt, denn wir müssen zurück zu der Akademie. Ja, möchte reisen. Ich spiele momentan mit dem Gedanken, noch die Mission zu machen, um zu heiraten im Spiel, um Lydia zu heiraten, denn ich möchte die eigentlich behalten, dass die nicht stirbt. Und ich meine, ist doch richtig romantisch. Ich habe mit ihr gekämpft und alles getötet, wir haben uns verliebt. Könnte ein Roman sein. Nun, ich denke, ich gebe die Mission ab und gehe dann mal zu Winterrun. Ganz unten rechts, bin mir nicht ganz sicher. Riften. Heißt es Riften? Naja, egal. Wow. Das ist nicht gut. Gut, die Heirat, die müssen wir verschieben. Was ist los? Oh, da steht sogar. Was ist los? Ankano. Er ist da drin und macht etwas. Wir wissen nicht was. Wir versuchen gerade hineinzugelangen. Dafür wird er zahlen. Das kann ich euch versichern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Natürlich helfe ich euch. Oh. Ich weiß, wo der Stab des Magnus zu finden ist. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen beenden, was auch immer da vor sich geht. Was ist am Stab des Magnus so wichtig? Ich weiß nicht. Wenn der Augur es vorgeschlagen hat, muss es einen guten Grund geben, ihn zu finden. Es tut mir leid, aber ich sehe da keine Verbindung. Ja, toll. Ja, super. Öffne dich! Hey, gut. Es ging. Ja, jetzt? Okay, ich warte mal. Etwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel, das hängt ein bisschen. Diese Person ist beschäftigt. Komm, Lydia, steh da bitte mal raus. Ich möchte nicht, wenn da was passiert, dass du nicht stirbst. Nein, es möchte wirklich nicht weitermachen. Ah, wir brauchen da noch Verstärkung. Da kommen mehrere. Wer kommt da noch alles? Hallo? Niemand mehr, so wie es aussieht. Hallo? Auf wen warten wir noch? Ich lasse da mal eine Stunde vergehen. Nein, das kann an dem Ort nicht warten. Okay. Ich gehe mal kurz raus. Dann gehe ich nochmal rein und dann sollte es eigentlich beginnen. Ich weiß auch nicht, was da genau jetzt nicht gut ist. Ich warte mal eine Stunde. Weil vielleicht müssen da noch gewisse Leute hin. Ich weiß es ja nicht. Oder nicht mehr. Es ist schon eine halbe Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal Skyrim gespielt habe. So, und jetzt... Jawohl. Oh. Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Es geht mir gut. Ankano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Was ist passiert? Mir geht es gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Atem kommen. Sucht Savos. Verstanden, ich suche Savos.
Wo bist du? Da ist er. Oh, was ist los? Ist er tot? Nein. Ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin geschehen? Es ist Angano. Er hat etwas mit dem Auge angestellt. Bei dem Neuen? Ist er dafür verantwortlich? Der Erzmagier tot? Da ist doch mehr. Es ist etwas mit Winterfeste geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was Ancano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Ja, das muss ich. Rasch jetzt, rasch! Ich suche Mirabel. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. Kann ich von dem was nehmen? Nein, ich darf den nicht durchsuchen. Okay, warte, wo muss ich hin? Ich muss die da unten warnen. Da rennen wir hin. Sind wir mit Rennen schneller, als wenn wir reisen. Tja, die Spannung steigt. Ach, ich liebe das Spiel. Oh Mann. So gut. Oh Mann. Oh nein. Okay, da brauche ich Hilfe. Kannst du etwas ausrichten oder brauche ich da Feuer? Denn da tut sein, dass ich da Feuer brauche. Oh, das sind viel zu viele. Ein Trank. Ich muss mehr Feuer. Viel mehr Feuer. Viel mehr Feuer. Hoch mit dir. Oh nein, Lydia! Verdammt nochmal! Ich muss irgendwo rein. Lydia muss mir nachkommen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Ich will das einfach nicht. Wo ist sie, Lydia? Wo bist du? Komm nach. Komm mit rein. Komm zu mir. Wo ist Lydia? Wo ist Lydia? Verdammt nochmal, ich gehe dann nochmal rein, da bin ich in Sicherheit. Dann warte ich eine Stunde und ich hoffe, dass sie kommt. Kann ich euch helfen? Sie lebt noch, aber die Frage ist, wie lange. Ich brenne sie alle nieder und ich probiere sie wegzubringen von hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche nochmal Zaubertränke, Zaubertränke, Zaubertränke. Gib mir das. Ich brauche Magie. Sie müssen alle sterben. Eine Fähigkeit, Beschwörung, was habe ich da im Petto? Ja, besser das als nichts. Zaubertränke nochmal. Der kommt nachher dann dazu. Feuer, ich brauche mehr Feuer. Ich kann doch einen. Nein, Moment. Feuermantel machen, oder? Das geht nicht. Komm, Flammen, 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 Flammen. Da. Brennt. Ich jedes Mal zu den Zaubertränken.
Beschwörungszauber fügen. Längere Dauer. Zerstörungszauber sind 60 Sekunden lang und 20% stärker. Dich nehmen wir. Ein bisschen spät habe ich den zu mir genommen, aber das macht nichts. Ist alles Gesundheit, oder? Ja, scheiße. Axt von Weißlauf. Ich muss da ein bisschen Gesundheit. Zum Glück habe ich so viele Tränke. Sterben alle! Ich weiß nicht, ob Lydia noch lebt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist mit ihr. Komm, mach gut so da. Geht nicht. Ich habe hier den falschen. Shit. Ach, ihn wieder. Gesundheit. Das sind einfach zu viele. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Und sie liegt schon wieder am Boden. Ah. Ich muss sie wegziehen. Ich muss all die Kreaturen wegziehen von ihr. Ich gehe auch langsam down. Mann, wenn ich nicht so viele Tränke hätte, wäre ich schon längst tot. Verdammt nochmal. Brennt die elenden Kreaturen. Sterbt! Irgendeiner von euch ist schwach? Du bist schwach! Nein! Wo ist er? Ah, ich treffe die nicht! Die sind so schnell! Sterbt! Tränke. Boah, jetzt weiß ich auch, warum ich so schwer war. Oh, sie liegt schon wieder am Boden, aber sie ist noch nicht tot, das ist das Wichtigste. Ihr kriegt mich nicht klein, solange ich noch Tränke habe. Sterb! Niemals! Nicht zu nah, Lydia, pass gut auf. Pass gut auf. Irgendwo ist noch einer, wo ist er? Da hinten. Mann, und sie lebt noch. Ich kann's kaum glauben, oh Gott. So gut. Oh Mann, was für ein Kampf. Ach du Heilige. Du Heilige. Wow. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Und das musst du jetzt tun? Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, vielen Dank. Du kommst genau zur rechten Zeit.
Ja, auch nicht schlecht. So, jetzt bekommen wir aber noch Seelensteine von denen. Ja, so stelle ich mir das vor. Hat sich doch gelohnt. Und was für ein Kampf. Mann. Ich war da voll dabei. Absolut. Das hat man sicher auch gehört. Gut. Ja, armselig. Aber das macht nichts. Da kann ich Dinge aufladen oder die Verzauberung besser verbessern. Mann, Lydia hat überlebt. Boah, die Frau! Wirklich, der Hammer. Ich habe hier aber auch Glück. Wirklich, ich habe da ganz kurze Momente immer wieder mal gesehen, wie viele Lebenspunkte sie noch hat. Unglaublich. Bevor sie jetzt stirbt beim Endgegner oder was da auch noch passieren wird, weil ich glaube, dass wir jetzt uns dann dem Ende nähern. Ich möchte sie irgendwo stehen lassen. Aber es ist nirgendwo sicher. Es ist alles überall Tod und Zerstörung. Wir brauchen den Stab des Magnus. Der ist der Schlüssel für alles. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Ich gehe nochmal rein. Boah, nach diesem Kampf. Wahnsinn. Tja, wir kommen hier nicht voran. Wir kommen hier nicht voran. Winterfeste ist vorerst in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von uns sagen. Teufdi und ich können versuchen, diese Angelegenheit geheim zu halten. Ihr müsst den Stab des Magnus in die Hand bekommen. Rasch! Warum ich? Ich muss hier bleiben und versuchen, zu Ancano vorzudringen und dem Ganzen ein Ende zu machen. Für diese Aufgabe brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann. Außerdem erscheinen all diese Visionen schließlich euch, nicht wahr? Ja, das ist so. Ich mache mich sofort auf Was? Den Weg. Seid ihr sicher? Der Stab ist dort? Yep. Das kann kein Zufall sein. Wovon redet ihr? Der Erzmagier. Er hat mir vor kurzem etwas gegeben. Er sagte, es sei aus Labyrinthion und ich würde schon wissen, was damit zu tun sei, wenn die Zeit gekommen ist. Dann glaube ich, dass das für euch gedacht war. Ich weiß nicht warum, aber für ihn hatte die Sache etwas ganz Persönliches. Und ich finde, ihr solltet dieses Amulett nehmen. Es hat Savos gehört. Aber ich glaube, euch würde es jetzt am meisten nützen. Nehmt das und macht, dass ihr wegkommt. Bringt den Stab zurück, bevor Ancano noch die ganze Akademie um uns herum zum Einsturz bringt. Gut. Okay, mehr muss ich nicht wissen. Okay. Im Labyrinth kann ich Lydia noch brauchen. Ich habe da was bekommen, und zwar in der Bekleidung. Steigert die Ausdauer, das war noch nicht. Das ist Schmiedekunsthalskette, Handschuhe, Magika, Beschwörung. Savos Arens Amulett. Welches Amulett trage ich momentan? Zauber verbrauchen 3% weniger Magika. Oder 50 Magika mehr. Naja, ich entscheide mich für die 50 Magika mehr. Ein Zwergenhelm. Gut, dann nochmal schauen, wo wir hier hin müssen auf der Karte. Ja, irgendwo ins Nirgendwo. Super. Ich reise mal schnell dahin. Und dann suchen wir den Stab des Magnus. Ach ja, genau, wir könnten ja noch die dädrischen Missionen machen. Ach, wir können noch so viel machen. So schön. Oh, was willst du? Ich hetze.
Tod und Zerstörung auf euch. Wo bist du, mein großer Freund? Hier ist er. Tja, und jetzt zwei Eisstachel. Zack. Aha, und da haben wir noch einen Magier. Aber auch du wirst sterben. Oh Mann. Sauber verfehlt. Zurück mit dir. Weiche von mir, Dämon. Aha. Oh, na danke. Und ein Stab. Mir fällt aber ein, wir sollten eigentlich noch Dinge verkaufen. Ja, wir machen das. Wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, wo ist dein Feind? Jetzt da oben. Komm. Ja, das ist doof, nicht? Gut. Wir haben hier, glaube ich, alle. Ich gehe da aber noch zu Drachenfester und da verkaufen wir dann noch alle Dinge. Denn ich muss dringend Gegenstände verkaufen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, denn ich sehe, die Zeit rennt uns da schon wieder davon. Was ja eigentlich sehr schön ist, wenn die Zeit so schnell vergeht. Aber ich muss halt nochmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!